Good park managers know that creating and caring for prehistoric animals takes not only financial backing, but the greatest scientific minds available. Scientists are a new addition to your park teams. They each have specific skills that influence the outcome of tasks such as fossil extraction, incubation, and dinosaur welfare. Keeping your scientists well trained and monitoring their stress levels will ensure tasks are completed quickly and allow for the smooth running of your park. An unhappy scientist could lead to dire consequences. And damit hallo und herzlich willkommen. zu dieser Analyse von dem neuen Jurassic World Evolution 2 Video über die Wissenschaftler also auf diesem Bild, da sieht man wunder wunderschön diesen Park von oben und da kann man nur noch mal sagen, das Spiel ist wieder deutlich schöner geworden als zum Anfang bei den ersten Screenshots. Neu ist auf jeden Fall dieser Regenbogeneffekt. Den habe ich vorher so noch nie gesehen und ich glaube, die Lichteffekte sind auch neu. Und ansonsten kann man hier natürlich noch mal ganz gut sehen, wie groß diese ja, Insel ist es ja eigentlich nicht, ne, ist ja schon fast ein Festland. Also, ich denke mal, dieser ganze Bereich, wird jetzt mal ganz grob da drumherum. Dieser ganze Bereich wird dann auch bebaubar sein. <laughs> ich weiß, es sieht schrecklich aus mit dem Kritzeln, aber ihr könnt ja dann ungefähr kennen, was ich meine. Gut, die Frage ist jetzt, ob man dann wirklich hier oben auf den Berg bauen kann. Das kann ich so gar nicht beantworten, weil da sieht man jetzt auch keine Gebäude oder sowas in der Art. Aber eigentlich muss es ja schon fast möglich sein, weil wenn das wirklich nur der Bereich hier unten ist, der jetzt auch bebaut ist, das wäre viel zu wenig. Also ich glaube, da wären wir alle mit unzufrieden und das würde niemals ausreichen. Weil ihr seht ja, hier sind gerade mal eins, zwei Gehege und hier das Aviarium. Vielleicht hier hinten ist auch noch irgendwas, das weiß ich nicht. Also es muss auf jeden Fall noch um einiges größer sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Kann auch gut sein, dass es noch in eine andere Richtung abgeht. Aber ich schätze jetzt auch einfach mal, dass man diese Berge dann auch bebauen kann. Machen wir mal weiter. Und hier sehen wir zum allerersten Mal den Baryonyx. Und zwar nicht ein, sondern zwei, drei, vier und fünf. Und das ist wirklich was Besonderes, weil die Gruppengröße im ersten Teil von Jurassic World Evolution war bei maximal zwei standardmäßig. Also eins bis zwei Artgenossen äh, haben sich gut vertragen miteinander. Und hier sind es einfach fünf in einer Gruppe. Das finde ich schon sehr krass. Kann natürlich sein, dass da am Genom auch ein bisschen rumgespielt wurde, dass die sich halt mit mehr Artgenossen vertragen. Aber der hat sich rein optisch, glaube ich, jetzt auch nicht krass verändert zum ersten Teil. Sieht relativ ähnlich aus, zumindest auf diesen Ausschnitt hier. Ansonsten seht ihr ja auch noch mal das neue Ranger-Fahrzeug in Action. Ich finde das vom Model ziemlich cool, aber ich finde, das passt noch nicht so richtig ins Spiel von, äh, Ja, wie, wie nennt sich das denn? Von, von der Textur und von der Oberfläche. Also, irgendwie sieht das optisch noch nicht so passend aus. Das, die Spiegelung und so, der Lack, das gefällt mir alles noch nicht so. Aber das wird sicherlich auch noch um einiges überarbeitet werden, bin ich mir sehr sicher. Und das hier sind diese Ranger-Stationen, die die Ranger-Teams dann anfahren und äh, klinken sich dann, glaube ich, in diese Station ein, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann überwachen die mit Hilfe dieser Station den Umkreis oder das Gehege, diesen Bereich und äh, können dann gucken, wie es den Dinosauriern geht und so weiter. Also, ich gehe dann davon aus, dass es so sein wird, dass man den Ranger-Teams seine Route festlegen kann: fahr diesen Posten an, fahr den nächsten Posten an und dann noch einen weiteren Posten und überprüft das mal. Und das werden die dann alles automatisch machen, so wird es dann wahrscheinlich ablaufen. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Dinosaurier, der confirmed ist, nämlich der Parasaurolophus. Davon sehe ich vier Stück an der Zahl. Damit haben wir den Barinoi confirmed und den Parasaurolophus. Ziemlich cool. Aber das ist, der ist auch ein Must-Have, muss man sagen. Der gehört einfach dazu. Und den habe ich vorher auch schon ehrlich gesagt auf die Liste mit eingerechnet, genau wie der Baryonyx. Hätte mich schwer enttäuscht, wenn die nicht im Spiel gewesen wären. Rein optisch gesehen hat er sich, glaube ich, nicht groß verändert. Also sieht ziemlich identisch aus wie der in Jurassic World Evolution 1. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Brachiosaurus. Echt toll aus mit dem Sonnenauf- oder Untergang, was das ist. Mega schön. Auch hier das Wasser sieht richtig cool aus. Kann man auch nochmal sagen. Hier die ganzen Spiegelungen und sowas. Echt wunder wunderschön. Und jetzt kommen wir schon zum. Punkt, worüber das Video eigentlich geht, nämlich um die Wissenschaftler. Ich versuche euch das gleich so kurz und knapp und gut wie möglich zu erklären. Ist aber leider ein bisschen komplizierter, aber wir schauen mal. Das kriegen wir schon Scientific hin. New... Genau. Man hat halt diese Wissenschaftler und die kann man einstellen und diese erfüllen dann bestimmte Aufgaben für einen. Bei der Einstellung muss man allerdings beachten, dass die verschiedene Skills und Verbesserungen haben. Also, es gibt insgesamt bei so Wissenschaftlern, die man einstellt, drei Skills. Einmal Logistics, Genetics und Welfare. Logistics sind logischerweise die logistischen Angelegenheiten. Genetics sind alle Sachen, die mit den DinosaurierGenom und Modifikation zu tun haben. Und Welfare sind die Sachen, dass es den Dinosauriern gut geht. Und dann könnt ihr ganz gut sehen, das hier sind die Punkte, die die jeweiligen Wissenschaftler haben. Also, diese Wissenschaftlerin, die Jennifer Utanis, hat jetzt zum Beispiel zwei Punkte bei Logistics. In diesen Punkten kann man die dann auch alle trainieren und verbessern, also dass die bessere Werte bekommen. Das kostet natürlich dann auch wieder um Geld, aber das ist ja ganz normal. Aber dafür hat man dann bessere Mitarbeiter, ist natürlich nicht schlecht. Und diese Mitarbeiter, die bringen auch noch jeweils eine Spezialfähigkeit mit, sage ich mal. Also zum Beispiel, wenn man diese Mitarbeiterin hier einstellt, dann ähm, ja, hat die als spezielle Fähigkeit. Schnelleres erforschen. Und das kann sich dann in bestimmten Aufgaben ja, positiv auswirken. Oder zum Beispiel hier diese Mitarbeiterin. Damit sind die ähm, Ausbrütungskosten für Dinosaurier günstiger. Also das ist schon wirklich sehr interessant. Allerdings muss man beachten, dass die ein Stresslevel haben. Das sieht man hier ganz gut. Und äh, immer wenn die eine Aufgabe erfüllen, dann steigt dieses Stresslevel. Und wenn das Stresslevel zu voll wird, dann wird es auch irgendwann rot, so wie hier unten. Und wenn das rot ist, dann muss man die ausruhen lassen. Sieht man hier, ist jetzt hier ausgegraut, weil die noch keinen Stress hat. Und das kostet Geld, Zeit. Und äh, ja, wenn man es nicht macht, dann kann es auch passieren, dass es zu Sabotagen im Park kommt. Dass die Mitarbeiter dann anfangen, den Park zu sabotieren. Äh, das ist dann auch wieder sehr interessant. Also man darf seine Mitarbeiter nicht zu sehr überlasten und muss da halt wirklich drauf Acht geben, dass die dann auch mal sich ausruhen regelmäßig. Das hier ist übrigens die Kosten für den Mitarbeiter pro Minute. Also das muss man denken, das steht hier nochmal, Kosten pro Minute. Das ist wirklich krass. Das heißt, man hat hier jetzt mit 16 von 18 Mitarbeitern insgesamt 24.700 Dollar pro Minute zusätzlich, die man ausgibt. Wir haben übrigens hier auch noch eine Bio, da kann man ein bisschen was über die Mitarbeiter lesen. Aber das nur mal eben nebenbei gesagt. Hier ist übrigens der Trainingspunkt, sehe ich gerade. Also, hier kann man die dann trainieren, dass die bessere Skills bekommen. Sorry übrigens, wenn es so pixelig ist, wenn ich das Ganze abspiele. Das liegt daran, dass ich direkt im Rumkritzelprogramm bin, dass ich hier alles bemalen kann. So, jetzt seht ihr das. Also, jetzt ist, ähm, sind wir in diesem Verbesserungsmenü und jetzt kann man hier wirklich die Punkte. Anheben. Genau, und dann kann man nämlich diese Mitarbeiter auswählen. Zum Beispiel hier ist Cooper ausgewählt und Issa. Und diese beiden sollen jetzt eine Forschung von einem gepanzerten Pflanzenfresser in der Tendagura-Formation ausüben. Und äh, da wirkt sich zum Beispiel hier. Die besondere Fähigkeit von Cooper aus, nämlich dieser Positive Influence, den sieht man hier und der wirkt sich jetzt positiv mit minus 20 Prozent aus. Das ist glaube ich die Zeit, die das dauert, ne? Gehe ich mal von aus, würde ich jetzt sagen. Also das ist die Zeit, die es dauert, die wird dadurch verkürzt und dann sieht man hier auch noch mal die Punkte, die man braucht. Also das ist ja hier das Logistikzeichen mit dem Zahnrad und für diese Aufgabe braucht man mindestens ein Zahnrad, also ein Logistikpunkt. Wir haben fünf, das heißt, wir sind da im Überschuss und mindestens vier von diesen äh, Genetics-Sachen. Das sieht man ja hier in, dieser, in diesem Reager Reagenzglas, ist es ja genau. Ähm, und davon haben wir vier, wenn wir diese beiden Mitarbeiter auswählen. Weil hier seht ihr ja die Skills von denen. Und äh, man muss dann auch noch sagen, dass es gut ist, wenn man so einen Überschuss hat. Hier ist ja ein Überschuss. Man braucht nur einen, wir haben fünf. Und das übt sich oder wirkt sich dann hier oben auch noch positiv aus. Also ich glaube zumindest, dass das damit gemeint ist. Dadurch haben wir dann auch noch mal eine Zeitsenkung von minus 15 Prozent. Und wenn man die Aufgabe dann mit diesen beiden Mitarbeitern startet, kostet das Ganze 100.000. Das also ist alles ein bisschen komplizierter. Ich weiß, ich kritzel hier viel rum, aber ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen jetzt nachvollziehen. Also viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Man stellt die halt ein mit diesen Skills, kann die trainieren, muss denen dann Aufgaben zuteilen und bekommt dann durch deren Fähigkeiten auch irgendwie besondere Boni oder es wird verbessert, verschnellert und so weiter. Und man muss halt darauf achten, dass die sich gelegentlich ausruhen. Mehr ist es an sich nicht. Also so schlimm ist es, glaube ich, gar nicht, wie man das sich so im Kopf gerade vorstellt. Aber ich mache jetzt mal das ganze Gekritzel hier weg. Denn wir beachten jetzt mal diesen ganzen Wissenschaftlerkram hier nicht mehr, auch wenn der völlig mitten im Bild ist. Wir achten jetzt nämlich mal auf den Hintergrund. Und da sehen wir nämlich ein paar neue Spezies, die wir dann sozusagen für das Spiel konfirmen können. Hier oben, das dürfte ein Kentrosaurus sein, Leute. Bin mir ziemlich sicher, weil das kommt sogar hin, weil Armut, Herbivore, also gepanzerter Pflanzenfresser und Tenderguru-Formation, das stimmt mit dem Ken äh, Kängurusaurus, wollte ich gerade sagen, mit dem Kentrosaurus überein. Also das müsste der Kentro sein und damit können wir den Kentrosaurus auch in die Confirmed-Liste aufnehmen für die Dinosaurier. Aber das war noch nicht alles, Leute. Ihr müsst hier auf den Hintergrund achten, denn hier sieht man auch noch Dinobilder, seht ihr das? Da haben wir hier zum Beispiel den Dracorex. Den hatten wir schon konfirmt, deswegen mache ich den mal grün. Hier den Gallimimus. Hatten wir auch schon konfirmt. Dann haben wir hier den Pachycephalosaurus. Hatten wir auch schon konfirmt. Und jetzt kommen nämlich nochmal drei neue dazu. Hier haben wir den Dryosaurus. Der ist dann auch konfirmt. Dann haben wir hier den Stigimoloch. Und hier den Homalocephale. Alles kleine Pflanzenfresser, aber das kommt auch hin, weil hier oben steht Small Herbivores. Das ist nämlich eine Liste von kleinen Pflanzenfressern. Das heißt, wir haben insgesamt auf dieser Seite vier neue konfirmte Dinosaurier: den Kentrosaurus, den Stigimoloch, den Homalocephale und den Dryosaurus. Mit dem Para zusammen und dem Baryonyx haben wir in diesem Video also sechs neue konfirmte Spezies. Das ist doch wirklich schon mal. Gar nicht schlecht, muss man sagen. Finde ich richtig cool. Aber wir gehen mal weiter. Das ist nämlich hier das letzte Bild. Auch nochmal wunder, wunderschön. Und ich finde, das Spiel sieht hier wieder komplett anders aus als auf den anderen Screenshots. Auch wenn das, glaube ich, der gleiche Park ist. Sieht zumindest relativ identisch aus. Aber was richtig Besonderes fällt mir jetzt hier auf den ersten Blick nicht ein. Oder auf. Falls ihr noch irgendwas seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Das hier ist, glaube ich, das Veterinärbuilding, also dieses äh, Tierarztgebäude. Genau, und wenn jetzt zum Beispiel ein Wissenschaftler unglücklich sein sollte, dann kann sowas passieren. Ein Ausbruch von einem Rexy. Und ihr wisst ja, der Rexy, der sucht sich gerne auch Menschen als Nahrung. <laughs> also da muss man wirklich darauf achten, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und wir haben, glaube ich, in diesem Video wirklich wieder viel über das Spiel erfahren und auch sechs neue, konfirmte Spezies für das Spiel herausfinden können. Finde ich richtig cool. Ich hoffe, diese kurze Analyse von diesem Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.